für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die AfD fordert nun also ein Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum. Und lassen Sie mich vorneweg sagen, wir lehnen den Zwang zu einer religiösen Bekleidung wie den Zwang, sie abzulegen, ab. Und die Abgeordneten der AfD wissen höchstwahrscheinlich, dass das Verbot gegen Artikel 4 des Grundgesetzes verstieße. Der Antrag der AfD ist damit für den Papierkorb. Wieder öffnet die AfD eine rassistische Scheindebatte. Und eins ist klar, es geht der AfD weder um die betroffenen Frauen noch um weibliche Selbstbestimmung. Das Programm der AfD ist frauenfeindlich. Sie will das Antidiskriminierungsgesetz abschaffen, Geschlechterquoten streichen. Sie ist sogar gegen Aktionen für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit wie den Equal Pay Day. Und auch zahlreiche Abgeordnete sind schon durch frauenfeindliche Äußerungen aufgefallen. Da ist Herr Böhringer nicht alleine. Und schauen Sie mal in die sexistischen Hasskommentare Ihrer Anhänger. Das ist einfach nur widerlich. Den Frauen, die gegen ihren Willen Burka oder Niqab tragen, hilft das Verbot überhaupt nicht. Frau Kollegin, die AfD, Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nee, AfD. Die haben genug Zeit. Die AfD will offenbar, dass diese Frauen, die gegen ihren Willen Burka oder Niqab tragen, nicht mal das Haus verlassen können, um sich öffentlich zu bewegen, einen Arzt zu besuchen, an einem Elternabend teilzunehmen oder auch Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Und es ist absolut lächerlich, dass sich die AfD hier zur Anwältin der weiblichen Selbstbestimmung aufspielt. Worum geht es der AfD also? Es geht darum, weiter rassistische Vorurteile gegen Muslime und den Islam zu verbreiten. Die AfD behauptet, unter Muslimen würde ohne ein Verbot der Vollverschleierung ein Gruppendruck zur Vollverschleierung entstehen. Hier entsteht vor ihrem geistigen Auge das Bild zur kulturellen Landnahme, das auch Herr Curio eben bemüht hat. Das ist ein absoluter Bullshit. Die übergroße Mehrheit der muslimischen Frauen in Deutschland ist nicht vollverschleiert und sieht auch die Vollverschleierung als nicht geboten an. Das weiß übrigens auch jeder, der mit muslimischen Frauen spricht, anstatt sie zu verfolgen. Die AfD stellt hier eine Behauptung auf, die nichts mit der Realität zu tun hat, sondern ausschließlich ihrer rassistischen Paranoia entspringt. Die AfD schreibt in ihrem Antrag, dass der Islam an sich unverschleierte Frauen als ehrlos markiere. Und auch das ist eine reine Behauptung, die durch nichts belegt ist. In Wirklichkeit nehmen hier in Deutschland Hass und Gewalt gegen Muslime zu, vor allem gegen muslimische Frauen. Gerade vor zwei Tagen wurde eine Frau in einem Berliner Supermarkt verletzt, als ihr gewaltsam der Schleier vom Kopf gerissen wurde. Das ist das Resultat Ihrer Hetze, meine Damen und Herren von der AfD. Aber auch die CDU-CSU befördert diese Scheindebatte, wenn sie immer wieder über das Thema Burka redet seit Jahren. Und Herr Mayer hat das hier auch eben noch mal vorexerziert. Und leider geht auch der vorliegende Koalitionsvertrag der AfD auf den Leim, wenn in ihm ein Vollverschleierungsverbot in Gerichten steht. Denn hier gibt es ausreichend Regelungen. Die Linke fordert Hilfe und Unterstützung für alle Frauen, denen Zwang angetan wird, ob dieser Zwang nun religiös begründet wird oder nicht. Wir stehen an der Seite aller Frauen, die sich gegen ihre Unterdrückung und für ihre Rechte einsetzen. Was diese Frauen am allerwenigsten brauchen, ist dieser Antrag der AfD. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Buchholz. Ich muss mal sagen, die Frauen treffen die Zeit immer ganz genau, während die Männer deutlich überziehen. Das werden wir demnächst ändern. Ich rufe auf als Nächstes die Kollegin Schanner.